Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier wieder bei uns in der Swiss Mountain Clinic. Genau, wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Doctor's Kitchen Talk. Und glauben Sie mir, heute haben wir wieder ein ganz, ganz leckeres Rezept für Sie vorbereitet. Und Georgia wird uns gleich mal sagen, was wir heute machen. Wir machen heute Süßkartoffelfrikadellen mit einem Peperoni-Datteln-Ragout. Wow! Und es schmeckt wirklich mega lecker. Wirklich, in der Vorbereitung dieser Sendung habe ich das verkostet und mit Patienten geteilt. Und glauben Sie mir, die haben mir alles vom Teller gegessen, weil es so lecker war. Ja. Wir haben hier Süßkartoffeln. Mhm. Peperoni. Genau, in verschiedenen Farben. Wir haben kleine Tomaten. Ja, meine Lieblings, so Datteln, Tomaten, oder? Die sind so schön lieblich, ne? Ja, mega. Und alle gemeinsam haben einen Stoff, nämlich Beta-Carotin, liebe Zuschauer. Dieses Orange, dieses Gelb, dieses tiefe Rot hat ganz viel Beta-Carotin. Und für was ist Beta-Carotin, beziehungsweise wenn es umgewandelt ist, dann Vitamin A besonders gut? Für die Augen. Und darum geht's heute. Aber erstmal beginnen wir, glaube ich, mal mit dem Rezept. Ich spreche schnell über die Zutaten. Mhm. Für die Paprika-Ragout brauchen wir 8 Dattel ohne Stein, 50 Gramm Karotten, fein gerieben, 100 Gramm gelbe Paprika, 100 Gramm rote Paprika, 500 Gramm Datteltomaten, klein gewürfelt, Kräuter, Zwiebel, Knoblauchzehen, halbe Teelöffel geräucherte Paprika, 1 Deziliter Weißwein, ein bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer und ein bisschen Butter. Zum Ende. Ja. Und für die Süßkartoffelfrikadellen brauchen wir 200 Gramm Süßkartoffel, 200 Gramm Kartoffel, 100 Gramm Karotten, eine große Zwiebel, 120 Gramm Seidentofu, 60 Gramm Reismehl, Salz, Pfeffer, Kräuter und Gelee oder geklärte Butter zum Braten. Das heißt, eigentlich ist es ja ein ganz veganes Rezept. Ja. Außer wir geben am Ende die Butter hinzu und wir haben die geklärte Butter zum Braten. Aber man könnte auch einfach mit Olivenöl machen oder Kokosöl. Genau. Ne? Ja. Aber warum die Butter so wichtig ist, erzählen wir Ihnen gleich. Jetzt schneiden wir aber erstmal das Gemüse, oder? Ja, wir beginnen mit dem Paprika-Ragout. Das dauert ein bisschen länger. So kann das richtig kochen. Mhm. Zuerst schäle ich die Paprika, also nicht wirklich schälen, nur ein bisschen. Ich würde sagen, schälen nach Georgias Technik oder Georgias Art, nämlich mit dem Spaßschäler, was ich mir jetzt auch angewöhnt habe zu Hause. Ja, sind besser digeribili? Ja, sie sind dann besser verträglich, weil in der Schale. Die stößt schon einigen Menschen auf oder liegt auch einfach schwer im Magen. Und das ist ja auch einfach ganz oft das Problem, dass wir in Gemüsen zahlreiche Antinährstoffe auch haben, weil die Pflanze und dann auch natürlich die Frucht produziert natürlich Stoffe, um sich vor den Feindlingen zu schützen. Und diese Antinährstoffe, die sind auch für uns nicht gut. Die legen uns manchmal schwer im Magen, die machen uns Entzündungen und so weiter und so fort, Unverträglichkeiten. Und deswegen hat man eben die Möglichkeit, über das Fermentieren zum Beispiel, über das Einweichen, kann man jetzt bei der Paprika nicht machen, aber bei Hülsenfrüchten zum Beispiel, oder aber auch durch das Kochen, ne? Gerade auch dieses Ragout, das köchelt ja ein bisschen länger. Ja. Ne? Haben wir die Möglichkeit, diese Antinährstoffe abzubauen und dann ist die Bekömmlichkeit viel, viel besser. Ne? Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, weshalb wir diese Dinge einfach auch dann entfernen oder länger köcheln. Knoblauch wird geschält. Knoblauch habe ich persönlich ganz, ganz gern, weil Knoblauch ist ganz gut im Rahmen der Parasitenabwehr. Das wissen Sie mittlerweile, glaube ich, schon. Knoblauch ist hervorragend für Ihre Gefäße. Und wenn man es ans Auge denkt, dann kommen ja für Augenerkrankungen gerade verschiedene Faktoren hinzu. So. Hauptgrund ist heutzutage natürlich
diese Tätigkeit, die schon die jungen Kinder leider beginnen, immer wieder und das Auge gar nicht mehr so gut akkumulieren kann. Ne? Also in die Ferne sehen, in die Weite. Ne? Und auch das Nahe, wenn man hier viel am Handy ist, am PC, immer mal wieder auch bitte zwischendurch alle 5 Minuten den Blick in die Ferne richten. Ansonsten ist das sehr, sehr schädlich für die Augen. Und dann haben wir natürlich die ganze Mikrozirkulation. Ne? Der Kanal, wo die Gefäße durchgehen beim Auge, ist wirklich schmal und dünn. Und da geht der Nerv lang, die Vene lang. Entschuldigung. Da geht die Arterie lang, ne, die den Sauerstoff bringt. Die Schlacken werden abtransportiert. Und wenn dort zu viel Druck ist oder wenn da die Gefäße einfach zu starr sind, verklumpt, wenn es zu Schlackenablagerungen kommt, dann leidet schlussendlich das Auge. Und Knoblauch putzt ihnen die Gefäße frei. Das wollte ich Ihnen eigentlich sagen. Auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen natürlich ist es hervorragend. Täglich wirklich 2-3 Knoblauch ziehen, am besten roh, wenn Sie es vereinbaren können, zu verzehren. Genau. Bei dem Beta-Carotin, was wir in der Paprika in Hülle und Fülle haben, ist es einfach so, das ist das Provitamin A, ne? Das muss noch umgewandelt werden. Und diese Umwandlung erfolgt im Darm und ist natürlich auch davon abhängig, wie gut es aufgenommen werden kann, wie gut dort die Enzyme alles arbeiten, die Bakterien ihren Job machen. Da gehört das Mikrobiom hinzu, dass die fettlöslichen Vitamine aufgenommen werden. Dafür braucht es Fett. Ne? Und deswegen ist es auch ganz wichtig, immer dann, wenn Sie orangenes oder auch rotes, gelbes Gemüse essen, dann wirklich das Fett dazu zu essen. Man sagt ja nicht umsonst, die Karotte sollte mit ein bisschen Öl gegessen werden. Das kennst du auch, oder? Ja. Genau, mhm. Damit es gut aufgenommen werden kann. Und das Vitamin A schlussendlich ist ganz, ganz wichtig. Das ist eigentlich eines der Schlüsselfaktoren in unserem Stoffwechsel, weil es kurbelt wirklich zahlreiche Stoffwechselprozesse an. Ne? Es sorgt auch übrigens dafür, dass Vitamin D in die Zelle aufgenommen werden kann. Es sorgt dafür, dass wir reproduktionsfähig sind, dass die Fortpflanzung funktioniert, dass man Kinder kriegen kann. Es ist wichtig natürlich für die Herstellung der Sehpigmente im Auge. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Antioxidant. Also zellschützende Funktion hat es auch. Und das Vitamin A, über das wird eigentlich gar nicht so viel gesprochen. Und wir haben es eben in diesen Pflanzen bzw. in diesen Gemüsesorten drin. Aber wir haben es auch, das brät jetzt hier schon, natürlich noch mehr und in einer eigentlich viel besseren Bioverfügbarkeit noch in tierischen Produkten. Da ist zum Beispiel gerade die Butter, ne, gerade wenn die so eine ganz, ganz gelb-orangene Farbe hat, von Tieren aus Weidetierhaltung, die wirklich das schnell wachsende Gras gefressen haben. Wie hier gerade in den Alpen haben wir da eigentlich keine Probleme, ne? Mhm. Weil die Tiere sind wirklich viel draußen. Kühe dürfen eigentlich nur 80 Tage im Jahr im Stall gehalten werden. Im Sommer sind die eh fast alle auf der Alm. Das heißt, die Butterqualität ist hier schon wirklich hervorragend. Und da habe ich alle fettlöslichen Vitamine drin. Also, wenn Sie irgendwie Probleme haben mit den Augen oder mit sonstigen Erkrankungen, wäre eigentlich Butter wirklich die ideale Zutat bei Ihren Gerichten. Und der Vorteil ist auch bei den fettlöslichen Vitaminen, dass man sie erhitzen kann. Also, die gehen dann nicht kaputt. Die gehen kaputt, wenn wir den Sauerstoff aussetzen oder wenn wir dem Licht aussetzen, aber mit Hitze. Das macht denen gar nichts, sie bleiben erhalten. Das heißt, sie können auch mit Butter wunderbar Kuchen backen und sie haben trotzdem ihr Vitamin A noch erhalten. Ansonsten haben wir natürlich tierische Quellen, neben der Butter Eigelb, hervorragend. Auch alle Mineralien, auch in der Butter übrigens, in der Butter, wenn sie in Rohmilchqualität ist, beziehungsweise unpasteurisiert, dann haben wir auch die Möglichkeit, dort Enzyme zu erlangen. Und die Enzyme, die sind natürlich sehr, sehr hilfreich,
weil sie helfen uns auch bei der Verdauung, im Stoffwechsel. Georgia, ist es eigentlich okay, dass ich erzähle, währenddessen du die Dinge machst? Ja, super, danke. Ich bin zufrieden, weil ich habe viele zum Schneiden. Aber vielleicht, bevor ich weiter erzähle, magst du noch mal erzählen, was du jetzt machst? Weil du hast jetzt währenddessen die Süßkartoffel geraspelt? Ja, die Karotten. Ach so. Ja. Und kommen geraspelt dann? Genau, ja. Für beide die Rezepte. Für beide. Für die Frikadelle und auch für die Paprika-Ragout. Jetzt nur mit Paprikapulver nochmal umrühren. Ja, und leicht anbraten. Aha. Alles und dann gut. Werden wir mit Weißwein ablöschen. Und Datteltomaten und die Datteln dazugeben. Okay. Würfeln und dazugeben. Danke, dass du mir hilfst. Ja, ich bin doch ein fleißiger Küchenhelfer. Ja, also deswegen, liebe Zuschauer, sind wir wirklich auch mittlerweile so weit, dass wir sagen, Butter gehört eigentlich auf jeden Speiseplan. Auch das Eigelb, da werden wir nochmal eine Extrasendung machen, auch wie Sie Eigelb, rohes Eigelb wirklich sehr, sehr schmackhaft verwenden können in Ihrer Alltagsküche. Zum Frühstück, als Zwischenmahlzeit, zwischendurch. Dann haben wir natürlich die ganzen Innereien, ne? Fett vom Fleisch, gerade rotes Fleisch hat auch viel Vitamin A, Meeresfrüchte. Das sind natürlich alles so Dinge, die, wenn man sich vegan, vegetarisch ernährt, klar, Eigelb geht noch, Butter auch, aber die tierischen Sachen, die man, wo man schon so vielleicht das ein oder andere Mal die Nase rümpft, aber unsere Vorfahren haben davon ziemlich viel gegessen und waren vital und fit und muskulös bis ins hohe Alter und hatten keine Erkrankungen der degenerativen Art, konnten sehen bis, ich weiß nicht wo, hatten Adlersaugen. Und der Mensch heutzutage mit seiner Nahrung, die so arm an Makro- und Mikronährstoffen ist, der verkümmert einfach. An der Zelle kommt ja nichts mehr an. Und der Darm, so krank wie er ist, kann auch nichts mehr aufnehmen. Soll ich ablöschen? Ja, sehr gerne. Dankeschön. Wer hat denn heutzutage noch ein gesundes Mikrobiom? Niemand. So viele Schadstoffe, die der auch zu verarbeiten hat, das kennt der nicht. Das kennen wir nicht. Und wir machen es uns nicht bewusst. Und leider ist es immer auch wieder so der Fall, die Zuschauer denken, sie wissen viel über, oder nicht Sie jetzt, liebe Zuschauer, die Patienten, wollte ich sagen. Sie wissen viel über Ernährung und so weiter. Und dann fragt man aber detailliert nach. Und dann werden Proteinpulver gekauft und vegane Ersatzprodukte für Käse und ich weiß nicht was. Wir wollen Ihnen zeigen, dass Sie alles wirklich einfach selber machen können. Ne? Denn alles, was irgendwie durch die Industrie gegangen ist und eigentlich auch durch den Supermarkt, ich weiß, man muss da einige Dinge einkaufen. Das ist nun mal, gerade wenn man in der Stadt lebt, ganz, ganz wichtig. Aber es ist nicht immer das Gesündeste. Ich wollte die Datteln würfeln, Entschuldigung, wenn ich die... Ja. Aber sind so frisch, dass die... Das geht die nicht. Haben eine Püree. Aber es ist perfekt so. Soll ich mal ein bisschen runterschalten? Eigentlich bin ich hier auf höchster Stufe. Ich glaube, das sollte jetzt nur köcheln, ne? Köcheln, abdecken also, und das köcheln. Ist aber jetzt echt eine interessante Mischung. Richtige Datteln in Kombination mit dem Gemüse. Voll mediterranisch. Mediterrane, wie sagt man? Ja. Ich liebe es. Aber verwendet man da viele Datteln? Ja. Ja? Ja, jetzt schon. Mittlerweile schon. Ja. Weil die Dr. Kitchen Dog geschaut haben. Ja, vielleicht. Also wirklich. Auf die Minde. Also ab und zu können wir ein bisschen Wasser oder Gemüsebrühe. Wir müssen das kontrollieren, aber es sollte leicht köcheln. Okay. Dann gucke ich, wie es ist und sonst hole ich mir noch Wasser. Ja, danke schön. Und jetzt machen wir die Frikadellen. Ja, sehr einfaches Rezept. Die Süßkartoffel, als du deine Ausbildung gemacht hast, wie viele Jahre ist das her? Oh, das angefangen fast 15 Jahre. Und wie war es da? War da die Süßkartoffel schon ein Thema? Ja. Ja? Mhm. Weil irgendwie habe ich den Eindruck, gerade so in den letzten Jahren ist sie nicht mehr wegzudenken hier. Dabei ist sie eigentlich aus Südamerika, glaube ich, ne? Ja, genau. Und gar nicht bei uns zu Hause.
aber gerade auch viele in Anführungsstrichen, nee, nicht in Anführungsstrichen, kalorienbewusste Menschen, die greifen sehr auf die Süßkartoffel zurück statt die normale Kartoffel, weil sie eine bessere Zusammensetzung hat der Inhaltsstoffe, aber ich finde auch vom Geschmack her ist sie einfach, oh, ich liebe es und ich kann auch mir das richtig gut vorstellen. Der Geschmack Süßkartoffel, also diese Süße, zusammen mit diesem Paprika-Ragout. Ja, auch lieblichen, ne? Lieblichen Paprika-Ragout. Ja. Tomatenpaprika-Dattel-Ragout. Sie werden es sehen. Sie werden es sehen. Petersilie haben wir hier noch, ganz viel Vitamin C, ganz viel Chlorophyll, Seidentofu. Was passiert mit dem Tofu gleich? Na, du wirst es uns gleich sagen. Ja, wir reiben Karotten, Süßkartoffeln und die normale Kartoffel alle zusammen. Mhm. Wir mischen zusammen mit Reismehl, Seidentofu und die Zwiebel und die Kräuter. Okay. Einfach alles zusammen mischen. Super. Soll ich das machen? Soll ich das reiben? Hier reinreiben? Ja, danke schön. Sehr gerne. Und, aber welche, warte mal, die Dattel die kleinere. Finger. Wie, die kleine Dings hier? Ja. Ich habe immer Angst beim Reiben. Gibt es da einen Trick? Nein. Dass vielleicht, ich mich schneide? Nein, vielleicht, es ist einfach ein bisschen schwierig jetzt mit das Geschirr hier. Genau, es müsste eigentlich einen festen Untergrund haben, ne? Dass es nicht wackeln kann. Mit der kleinen Reibe finde ich es ehrlicherweise gar nicht so leicht. Nein, es ist nicht leicht, aber das Resultat wird super. Georgia, willst du das lieber machen? Ja, sehr gerne. Aber weißt du was? Ich glaube, mache das du hier, ein bisschen professioneller weil hier kann ich ein bisschen das fester halten. Ja. Ich habe mich schon einmal richtig übel geschnitten mit so einer Reibe, deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Ich kann das glauben. Gibt es da auch so einen Handschutz vielleicht für euch als Profiköche? Oder? Nein, vielleicht die Handschuhe helfen ein bisschen, aber auch nicht so. Und gibt es Küchengeräte, die das Reiben abnehmen würden? Ja, absolut. Aber es ist nicht das Gleiche, oder? Schon, aber dann müssen wir das Gerät putzen. Nein, Spaß. Es ist auch für so eine kleine Menge, es lohnt sich nicht. Aber das muss man sich schon überlegen. Es geht mir auch immer mit dem Entsafter so. Ja. Manche Entsafter sind so kompliziert zu säubern, dass man schon die Lust verliert, ne? Ja, das ist wahr. Wie ist unsere Ragout? Also ich würde sagen, hervorragend. Sieht sehr gut aus, oder? Mhm. So es saftig wegen die Datteltomaten. Es duftet vor allem einfach hervorragend. Das muss ich unbedingt nachkochen zu Hause. Ja, das ist viele Sachen kochen wir nach zu Hause. Aber wir haben mittlerweile so viele Rezepte, dass wir uns gar nicht mehr an alles erinnern können. Georgia, sag mal, wo kann man die Rezepte nachlesen? Auf dem QS24 Website und in unserem neuen Kochbuch. Genau. Ja, also, aber nur die ersten Rezepte, genau, die wir gemacht haben vor drei Jahren. Genau, aber Sie können auch unterhalb der YouTube-Sendung sehen Sie auch wirklich das Rezept, wo Sie nochmal alle Zutaten sehen können und die genaue Anleitung, damit Sie auch nichts verpassen, denn es passiert auch manchmal, dass wir im Rahmen der Sendung vielleicht ein bisschen variieren, aber auch da wollen wir Sie animieren. Experimentieren Sie einfach. Halten Sie sich nicht starr an den Rezepten fest. Ich weiß, der ein oder andere braucht den Leitfaden, aber es ist auch mal schön, wenn man vielleicht ein bisschen Eigeninitiative ergreift und ein bisschen rumexperimentiert, so wie wir das hier machen, so wie Georgia das macht und sich auch mit den Zutaten vielleicht ein bisschen vertraut macht, anfreundet und sich dann so richtig mit dem Rezept verbindet. Jetzt kommt an unsere Masse. Wir müssen schnell arbeiten, weil ich sehe, die Kartoffeln werden schon dunkel, aber das ist ganz normal. Genau. Die reagieren jetzt hier schon mit dem vielen Licht, mit der Wärme. Ne? Ja. Was kommt jetzt noch hinzu? Reismehl, Seidentofu. Seidentofu haben wir einmal mit Pietro Lehmann verwendet. Ja, genau.
Das ist so der... Bisschen Salz. Der vegane Quark-Ersatz so ein bisschen, ne? Oder für Sahne. Genau. Aus Soja hergestellt. Wir haben hier jetzt nicht so viel, sondern wirklich nur eine kleine Menge. Wie viel war das? Du hast 120 gesagt? Gramm. 120 Gramm und das verteilt sich wirklich auf die vielen Puffer, die wir machen. Es werden bestimmt, wie viel? 5, 6 Puffer? Ja, oder ungefähr. Je nachdem, welche Größe, ne? Genau, ja. Aber das gibt dem Ganzen so ein bisschen eine cremige Konsistenz. Aber eine große Menge wäre auch nicht so gut von Soja zu verzehren, es sei denn, Soja ist fermentiert, so wie das die Japaner auch in Form von Natto oder Miso oder so zu sich nehmen, weil Soja ansonsten enthält viele Enzymhemmer. Und gleichzeitig auch viele Phytate, die dann wieder verhindern, dass andere wichtige Inhaltsstoffe in ihrem Magen aufgenommen werden können. Und deswegen muss man immer ein bisschen aufpassen, auch wie man die Lebensmittel isst, wie man sie zubereitet, wie viel man davon nimmt. Es ist schon nicht ohne. Aber in dieser kleinen Menge macht das gar nichts. Übrigens hilft Butter, die fettlöslichen Vitamine überhaupt, hilft, dass die bessere Aufnahme von, also dass die Aufnahme von Mineralien, Spurenelementen, Vitaminen anderer Art und so weiter, Aminosäuren besser stattfinden kann. Also es ist auch ein Katalysator. Einfach alles rein. Mhm. Dann haben wir hier jetzt Olivenöl erhitzt. Ich habe Jee benutzt. Ah, okay. Ja, ich habe das sehr gern. Jee können wir auch sehr hoch erhitzen, ne? Das ist zum, super. Ja, zum Braten. Es ist wirklich perfekt. Ach, ich freue mich so auf dieses Gericht. Und ich freue mich vor allem, weil ich trage ja auch eine Brille. Ja. Ne? Also, und ich weiß, du hattest auch in der Vergangenheit Augenprobleme. Also, ja. Es ist eigentlich, ich kenne fast niemanden, der keine Augenprobleme hat. Ich auch. Also von meiner Familie auch alle. Ja? Fast alle, ja. Es ist auch genauso wie Diabetes, genauso wie Rheuma, wie Krebserkrankungen, Allergien bei Kindern. Es ist ein Problem, ein Phänomen der heutigen Zeit und wir dürfen uns wieder dem Ursprung besinnen und auch insbesondere Vitamin A-haltige Lebensmittel zu uns nehmen und nicht auf synthetische Produkte, die teilweise toxisch wirken können, zurückgreifen. Ich wollte nur ganz kurz zeigen, wie die Konsistenz ist. Also mit dem Seidentofu und Reismehl, es wird ein bisschen klebrig. Ja. Also es ist einfach so Frikadellen zu machen, mhm. Aber wir helfen uns mit einem Eisportionator. Mhm. Siehst du? Kleine Bällchen, ne? Ja. Die man auch so ein bisschen formt. Und du hast ja echt gar nichts, nur ein bisschen Mehl dazu gegeben. Und Seidentofu. Und den Seidentofu. Sonst nichts zum Binden. Ja. Und wie lange müssen die jetzt braten? Bis es goldbraun sind und dann die gehen im Ofen. Ah. So 10 Minuten, 15 Minuten, aber ich habe das schon vorbereitet, so wie immer. Georgia ist wirklich, also ich weiß nicht, ob es eine Showköchin gibt, die besser organisiert ist wie unsere Georgia. Ich denke schon. Ein Lob an unsere liebe Georgia, liebe Zuschauer. Vielleicht mal einen kleinen Applaus zu Hause. Das ist wirklich großartig, was du immer hier machst. Danke. Und vor du allem, auch. Ja, aber ich habe ja nur den Schreibkram und die Vorbereitung. Das ist auch nicht wenig und die ganze Rezepte übersetzen. Du bereitest eigentlich wirklich jedes Detail zu und machst die Bestellung. Auch das ist manchmal nicht so leicht, denn es ist ja nicht immer so, dass wir alle Zutaten parat haben. Vieles müssen wir auch einfach bestellen und das auch mal dann ein Dank an diese Zeit, dass es möglich ist mit dem Internet. Sehr schnelle Rezept, oder? Wir haben knapp 20 Minuten gebraucht, total, um eine schöne vegane Hauptteller oder Vorspeise. Was meinst du? Hauptspeise. Wie lange muss das Ragout eigentlich köcheln? So? Halbe Stunde ungefähr. Okay. Aber ich habe das auch, das Ragout schon vorbereitet, damit ich die richtige Konsistenz zeigen kann. Okay. Wow.
Also, liebe Zuschauer, Sie sehen, mal wieder in Windeseile haben wir ein tolles Rezept für Sie vorbereitet. Gut für Ihre Augen und Ihre Sehfähigkeit. Ach, das ist jetzt das, ja, was wir gerade gemacht haben? Nein, das Ragout, das ich ein bisschen mehr gekocht habe. Lauwarm. Okay, gut. Und hier kann man ein bisschen den Unterschied sehen. Ja, also das super. Ist, hat mehr gekocht. Dass die Butter ein bisschen zerschmilzt. Aber die zerschmilzt, super. Fett ist ja auch ein Geschmacksträger, ne? Ja. In der italienischen Küche gibt man ganz oft ja, Olivenöl am Ende darüber. Ja. Und wir sind aus Deutschland, also ich zumindest, meine Familie, bei uns hat man ganz oft über die Kartoffeln und das Gemüse früher einfach die Butter gegeben, wirklich. Wow, gucken Sie mal. Ganz, ganz tolle Farbe. Und wir sind jetzt gespannt. Ich habe gesagt, wir gehen noch kurz im Ofen, damit es gut gekocht ist. Aber ich zeige euch schon, wie das. Wie lange im Ofen, dass der Zuschauer 10, 15 Minuten, damit es gegart ist, aber nicht Ober- zu trocken. Ober-Unterhitze einfach? Ja. Okay, ein Backpapier, mit Backpapier ausgelegtes Backblech, einfach die Frikadellen darauf und dann können wir auch schon anrichten. Paprika-Ragout. Also ich glaube, Sie haben uns angemerkt und Sie sehen es, es ist wirklich ein sehr schmackhaftes, einfaches Rezept mit gar nicht mal so vielen Zutaten, also auch Zutaten, die ich überall bekommen kann. Ne? Es ist nichts, was irgendwie außergewöhnlich ist. Süßkartoffeln gibt es auch in jedem Supermarkt. Und ich glaube, Sie dürfen sich freuen, wenn Sie dies nachbereiten und vor allem auch Ihre Augen. Denken Sie wirklich daran, Vitamin A ist unterschätzt. Jeder spricht von Vitamin D, aber wer spricht von Vitamin A? Und ich weiß nicht, ob Vitamin D wichtiger ist wie Vitamin A. Vitamin A ist mindestens genauso wichtig, genauso wie zahlreiche andere Vitamine, Spurenelemente, Mineralien. Der Körper braucht alles und eben genau in der richtigen Konzentration. Und das liefert uns die Nahrung und nicht isoliert ein Nahrungsergänzungsmittel. Deswegen appellieren wir an Sie, es selbst in die Hände zu nehmen und vielleicht jetzt gleich die Liste für den Supermarkt zu schreiben. Schalten Sie wieder ein, oder? Was sagst du? Ja, und guten Appetit. Genau, bis bald. Bis bald.